Ich meine, manchmal sagt man sich schon, mein Gott, wieder rein in die Werkstatt. Aber es freut dann immer dann wieder. Werner Kunster repariert seit 1958 Fahrräder für Jung und Alt. Seit 30 Jahren arbeitet er selbstständig in seiner Werkstatt in Graz. Er ist der letzte gelernte und praktizierende Fahrradmechaniker der Steiermark. Wenn ein Geld zusammen ist es nicht. Ist es nicht, sondern so, was das uns mit der Zeit machen. Es wollen halt viele auch, dass das Geld beim Fenster reinfliegt und nichts zum Arbeiten ist. Aber das natürlich geht nicht. Seit 2006 ist Werner Kunster in Pension. Dennoch geht er jeden Tag weiter in seine Werkstatt und kann sich nicht vorstellen, untätig zu sein. Ich sage halt so, wenn sich jemand für irgendeinen Beruf interessiert, so nicht verlassen auf das Arbeitsmarktservice oder was das auch immer ist, sondern selbst zu den Firmen hingehen und fragen eben. Aber nicht daheim sitzen und warten, dass wer sagt, bitte komm. Also weil das ist nichts nämlich. Wenn man arbeiten will, sagen wir was, man findet immer Arbeit. Arbeit, und wenn es noch so schlecht in der Zeitung steht, und es ist schwer, ja. Aber wenn man will, findet man schon was. Werner Kunsters Leidenschaft für Fahrräder hält weiter an. Heute ist er 69 Jahre alt und sieht keinen Grund, aufzuhören. Im 2013er Jahr, das ist nämlich dann ein Montag, der 14., da wäre ich mal Schüttlaufe tun, dass er heute geschlossen ist, weil ich meinen 70. Geburtstag feiere, meine 30-jährige Selbstständigkeit, und morgen bin ich wieder für Sie da.